Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der französischen Map, ich bin der Shorty von der Test Area. So, ich habe mir überlegt, dass denn, sagen wir mal so, ich habe geschaut, was ist jetzt besser, wenn wir einen Schweinestall machen, um noch ein bisschen mehr die BGA auszulasten, oder wenn wir eine Müsli-Fabrik bauen. Schweinestall, muss ich sagen, die Schweine sind sehr aufwendig, was ihr Futter angeht. Ne? Da werden wir viele Felder noch brauchen, um die Schweine zu versorgen. Also habe ich mir gedacht, wir bauen erst die Müsli-Fabrik. Entschuldigung, ich musste niesen. Und da müssen wir wahrscheinlich auch Felder für besorgen, aber das ist dann trotzdem einfacher als die Schweine, ne? So, hier ist die Silage untergebracht und dann kannst du den Rest der Silage jetzt zur BGA bringen. Bei der BGA hatte ich vorhin Mist hingebracht. So. 6.552, das ist nicht viel, ne? Aber 45.000 Liter Silage sind noch drin. Wir haben jetzt einen Anhänger voll Silage. Mit dem sind wir auf dem Weg. 171.000 sind noch in Reserve. 220.000 Liter Silage ungefähr. Ungefähr. Nee, 210.000. Ist ja egal. Wir werden sehen, wenn die BGA voll ist, ist sie voll. Und ja. Nehmen jetzt erstmal den Pickup. Die machen ja alle ihren Job. Und dann habe ich mir gedacht, stelle ich mich hier hin. Und da bauen wir dann die Müsli-Fabrik. Das ist die hier. 110.000. Wollen wir noch mal sehen. Auf der Rückseite ist nichts. Auf der Frontseite haben wir einmal den Anlieferungstrigger und den Trigger, wo wir die Paletten dann drauf haben. Der Anlieferungsträger ist natürlich wieder so angelegt nach dem Motto, ja, ist mir doch egal, dass du mit Autodrive hier arbeitest, ist doch nicht mein Problem. Von daher, jetzt habe ich vergessen zu aktivieren, dass ich sehe, wo es langläuft, ne? Gut. Nein, P. Und nach dem Motto, ja, mir ist es doch egal, wo der Trigger sitzt. Mir ist es egal, dass du mit Autodrive arbeitest. Das stört uns alles nicht. Das ist dein Problem. Komm klar damit. Na gut. Dann machen wir das so. Ich werde die jetzt so hier hinstellen. Die Müsli-Fabrik, und da bin ich mir sicher, ist die auch nicht im Weg, was Autodrive-Kurse angeht. Genau. Und dann habe ich nämlich genug Spiel, um an den Trigger ranzukommen. Der ist hier so. Wolle, da muss ich nämlich nicht rückwärts fahren. Und dann kann ich die Müsli-Fabrik schon mal anbinden. So, Müsli-Fabrik ist angebunden. Dann gucken wir doch mal rein. Die Müsli-Fabrik braucht Honig, Rosinen, Hafer und Mais. Das heißt, wir brauchen zwei Felder. Ein Feld Hafer, ein Feld, wo wir Mais ernten. Honig und Rosinen haben wir schon. Den Honig haben wir auf Direktverkauf gestellt. Den können wir zukünftig dann halt auf Verteilen stellen. Und Rosinen kriegen wir ja auch.
Honig, Honig, Honig. Da, 504 Liter. Na komm. Hier. Hier werden Rosinen fallen Rosinen an, kosten Trauben bei der Traubenverarbeitungsanlage. Die können wir umverteilen. Also brauchen wir einmal Mais und einmal Hafer. Dazu brauchen wir Felder. Schauen wir uns mal um. Was müssen wir denn an Geld haben? Ich will gar nicht auf so Großes. Mal sehen. Wir haben hier 465.000, 558.000. Ah, das ist günstiger. 326.000, das ist wieder teuer, ne? Aber das könnte hier eine Alternative sein. 326.000. Die könnten wir uns ziemlich schnell leisten. Und hier ist halt der Tümpel mit bei. 569.000. Aber da kommen wir auch hin. Und dann würde ich sagen, ja, wir arbeiten erstmal darauf hin, Feld 33 zu bekommen. Und dann Hafer können wir im März, April sehen. Mais, April, Mai. Ich würde sagen, ob wir Mais oder Hafer ansehen, das entscheiden wir dann, wenn wir das Feld haben, in welchem Monat wir sind. Ne? Aber ich glaube, das Feld wird nicht lange auf sich warten lassen. Wenn wir einen Monat vorspulen, Geld ist genug da, dann werden wir das schon auf dem Konto haben, das Geld. Ne? Bin ich mir sicher. So, ich fahren wir jetzt erstmal weg. Also, nächstes Ziel ist die Auslastung der Müsli-Fabrik. Das heißt, wir brauchen noch zwei Felder. Ein Maisfeld und ein Haferfeld. Durch das Seasons verschiebt sich die Ernte ja auch automatisch, ne? Kriegen wir hin. So. Motor aus. Du bist mit Mähen fertig. Wir machen nur Gras diesmal. Heulager ist voll. Das Gras muss natürlich in den Fermenteur. Mach mal sauber. Hinten ist nur sauber geworden und der Traktor vorne nicht. Ja. Ich hoffe, da kommt auch noch mal ein Update, dass das gesamte Fahrzeug gereinigt wird. Ne? So, das Gras kommt in den Fermenter diesmal noch mal. Alles komplett die Pupsi. Dann müssen wir immer darauf achten, wann wir Grasballen machen müssen, wann wir Heu machen müssen, wenn Heu zu knapp wird und so. Aber ihr wisst es. Ihr wisst es. Das kriegen wir. So. Ladewagen. Wir fangen an bei Feld 38. So, und das geht dann in die Produktion vom Fermenter. Gras ist ja, das ist ja wurscht, was ich da einstelle. So und so. Let's go. Was treiben die anderen? Der bringt immer noch fleißig Wasser. Das ist gut. Heu. Wir können hier Heu wieder zurückbringen ins Lager, was nicht gebraucht wurde. Das ist nicht so hoch der Verbrauch, ne? Kann man nicht meckern. So, wer fährt die Silage? Was sagt denn die BGA? 137.000, ja, passt nicht alles rein, ne? Das sehe ich nicht, dass da alles reingeht. Naja, ist ja nicht schlimm. In 5 Minuten ist eine Stunde um. Dann geht das auch an der Schokoladenfabrik los, wenn da Zucker gebracht wird, ne? Ja, ich brauche da eigentlich jetzt noch einen freien Traktor zum Gülletransport. Habe ich aber nicht.
weil hier noch Wasser gefahren wird. Ich behalte das mal kurz im Auge. Letztes Gewächshaus. Na, stopp mal kurz. Dann schauen wir noch mal in alle Gewächshäuser eben rein. Voll. Ja. Das ist bei den Trauben auch alles überall natürlich voll. Prima, dann bringen wir jetzt das Wasser weg und dann können wir den nehmen zum Güllefahren. So, da ist zwar noch Wasser drin, aber das werden wir dann beim nächsten Mal los. Du fährst jetzt zum Kuhstall. Gülle abholen. Das bringst du zu unserer BGA. Ja. Let's go. Du kannst schon mal anfangen, auf der 40 das Gras zu sammeln. Dafür haben wir ja zwei Ladewagen, ne? Ja, Produktionen, Fermenter anliefern. Ich stelle mal Gras ein, auch wenn es unwichtig ist. Hier muss von der 40 natürlich der Mähenkurs. So. Und los. Der hat schon wieder Silage in die BGA gebracht. Ja, 189.000 sind jetzt drin. Mal schauen. Wie viel haben wir noch über? Ja, wir gucken. Wir gucken, ob das noch reicht. Viel Gülle ist nicht nach einem Tag gewesen. 18.333 Liter. Aber gut. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir jetzt an der Gülle mehr verdienen als vorher. Weil die ja hier verstromt wird. Ne? Gehe ich einfach mal von aus. Hoffen wir einfach mal. Und was Mist und Gülle angeht, das wird sowieso dann noch mehr mit den Schweinchen. Wobei Schweine... Was willst du mit Schweinen eigentlich machen? Züchtet man die und verkauft das Fleisch? Oder verkauft die Schweine dann? Oder geht es echt nur um die Produktion von Mist und Gülle bei den Schweinen? Ich weiß es. Aber dass wir hier sind, ist gut. Guck mal. Der ist wieder voll. 52.000 Liter. Ich habe die Seitenwände und vorne immer noch runtergeklappt. Lass ich auch so. Sieht gut aus. Mal gucken, wie viel er reinbekommt. Ob er sich leer macht. Wir müssen gleich den Güllefahrer abholen, abfangen. Ah, ich habe die Balkontür auf, weil das Wetter so toll ist, ne? Hört man das? Weil es gibt keine Gülle mehr. Ja, ist auch nochmal leer geworden. 240.000 Liter. Oh, das geht. Hol noch mehr. Völlig in Ordnung. So, stopp. Keine Gülle mehr da. Erst wieder fürs nächste Mal. Was mache ich mit dir? Ich kann dir schon mal den Striegel anschneiden. Denke ich. Aber sonst hast du bis dahin nichts zu tun. Ich muss das mit der Silage noch mal eben mit euch im Auge behalten. Ein bisschen was müsste noch da sein. Aber ich glaube, das passt alles in die BGA, ne? Kompaletti. So, mal Bier. Jetzt kriegst du den Striegel. Ja, ich habe auf der NF Marsch, da ist das ja auch so. Das Gras striegelt man.
Dann kriegst du die Düngestufe dazu, die zweite, die du brauchst. Aber die Luzerne, ne, die wird nicht gestriegelt. Luzerne wird gedüngt. Tja. So sind die Unterschiede. Ja, Silage. Gucken wir nochmal. Schauen wir, wie viel da noch reinkommt. 18.000, ja. 8.598 Liter. Aber die werden auch noch komplett in die BGA passen, schätze ich. Offensichtlich arbeitet unser 1050 zu wenig mit Cosplay. Er fährt nämlich jetzt die Werkstatt an. Und ich habe mich schon gewundert, wo er hin will. Wo? Fuck. Ja, mal sehen. Also macht jetzt Autodrive die Reparatur für uns. Sonst übernimmt das ja Cosplay. Ab 70% Verschleiß. Pling, pling. Aber unser 1050, der arbeitet halt wohl zu wenig mit Cosplay und wird deshalb nicht repariert. Mal sehen, ob die Werkstatt das macht. Der Traktor ist bei 100. Nee, vorne die Zahl. Der Traktor ist bei 44,6%, der Kipper bei 61,9%. Mal sehen, was passiert. Zack, beides repariert. 9.917 und 3.967 Euro fürs Reparieren. Na, prima. Ach komm, wisst ihr was? Wenn wir hier sind, können wir auch gleich danken. Unfassbar. Dann haben wir das auch erledigt. So, und die Silage muss halt, wie gesagt, nochmal zur BGA. So teuer ist das mit den Autossen, Traktorensen, Fahrzeughainisen und Gerätikowskis. So, und dann jetzt Biogasanlage bitte. Der letzte Rest vom Schützenfest wird wohl auch noch ganz reinpassen. Ist ja nicht mehr so viel. Na? Und? Leer. Sehr schön. 257.000. Ich gehe mal davon aus, dass wir bis zu 300.000 Liter da reinkriegen. 300.000 Liter ist schon in Ordnung. Kann man nicht meckern. Verarbeitungsgeschwindigkeit, ja. Wir werden sehen. Wenn es mal so ist, dass die BGA voll ist und wir die Silage da nicht mehr unterbringen können, dann verkaufen wir die Silage halt direkt wieder beim Tierhandel. Warum steht Verkauf eigentlich unter dem Zielort? Ich habe auch schon versucht, das umzutauschen. Ja, aber irgendwie geht nicht. Ja, keine Ahnung. Ist halt so jetzt. Ne? So, was machen die anderen? Der macht nichts. Der macht nichts. Der macht nichts. Hier wird fleißig Gras gesammelt. Das ist gut so. Für den Fermenter. Er wartet darauf, dass er gleich striegeln kann. Der sammelt auch fleißig das Gras für den Fermenter. Der ist auf dem Nachhauseweg. Ja, dann haben wir heute die Müsli-Fabrik gebaut. Ziel ist klar. Zwei Felder. Eins für Mais. Eins für Hafer. Hafer ist wieder toll. Hafer brauchen wir nämlich auch für Pferde. Das ist eine tolle Kombination. Mais könnten wir für die Schweine gebrauchen, aber wir müssen natürlich erstmal abchecken, wie viel Mais hier dann in der Müsli-Fabrik verbraucht wird und wie viel Hafer fürs Müsli. Das sehen wir dann. Dafür haben wir ein Hofsilo. Jetzt haben wir im Hofsilo
Ja, noch gelagert. Gerste vor die Hunas. Nahrung. Ach, guckt es euch an. Da müsste man eigentlich schon wieder nachsteuern. Die müssen auch versorgt werden. Hab ich nicht dran gedacht. Hab ich nicht dran gedacht. Was macht man mit dem hier am besten? Moment. Ja, fressen nicht viel. Das ist so eine Sache, ne? Und dann müssen wir gleich mal sehen. Ist mir aufgefallen. So, dann erstmal zurück zum Hofsee. Hier liegen Eier. Warum? Weil das Verteilercenter voll ist. Warum ist das Verteilercenter voll? Weil die Bäckerei Eier voll hat, bis zum Anschlag. Zucker. Das kann man so lassen. Ich würde die Eier dann erstmal umstellen. Auf Verkaufen. Das mache ich hier. Direktverkauf. So. Kann ich dich anfassen? Jawohl. Auf Direktverkauf gestellt. Und wenn wir dann die Eier wieder irgendwo an der Bäckerei brauchen. Ja, du stehst, weil du voll bist, ne? Komm, mach das auch einmal. Auf Direktverkauf. Jetzt spulen wir mal eine Stunde vor. Auf 10 Uhr. So. Jetzt ist auch wieder Platz. Jetzt ist unser Eierheini hier leer. Stellen wir es wieder auf Verteilen. Dann kannst du erstmal wieder Eier sammeln. Und genau. Das war. Wir haben jetzt einmal mehr verkauft. Das stelle ich wieder auf Verteilen. Dann kann die Produktion nämlich durchlaufen. Das steht alles auf dem Verkauf. Butter auf Verteilen für die Bäckerei. Können wir auch auf Direktverkauf machen, bis Butter gebraucht wird. Was soll der Geiz? Direktverkauf, 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 Öle, Indirektverkauf. Wunderbar. Silage auf Behalten, ist klar. Wolle wird umverteilt. Eier werden jetzt wieder umverteilt. Wolle wird umverteilt. Honig wird verkauft. Lass ich noch den Honig verkaufen. Warum auch nicht? Erstmal brauchen wir noch Geld, bis steht auch verteilen. Bis die Müsli-Fabrik halt. Jetzt läuft's. Bis wir die Müsli-Fabrik halt Hafer und mit Mais verseucht haben, dann können wir die Rosinen und den Honig auch auf Verteilen stellen. 183.000 Euro haben wir wieder auf der Tasche jetzt. Das heißt, wir könnten das Feld kaufen. Wa? Nächstes Mal. Nicht mehr jetzt. Jetzt sind wir schon wieder weit über die Zeit. So. Felder 40. Und dann kriegst du einen anderen Kurs. Und dann stellen wir dich auf nahen Wegpunkt und setzen dich hier drüben ein. Ja, ich werde weiter Gras einsammeln. Ich werde striegeln.
Und dann können wir nächstes Mal gemeinsam einen Monat vorspulen, um zu gucken, was das dann Klick macht auf dem Konto. So. Wie machen das jetzt? Ja, und was das denn Klick macht auf dem Konto? Und dann können wir ein Feld, können wir auf jeden Fall schon kaufen, das Haferfeld, ne? Und gucken, wie viel wir dann noch schuften müssen für das Maisfeld. Du machst hier Pause. Aber jetzt haben wir erstmal wieder alles auf der Kette. Auf der Reihe. Hier, ihr Lieben. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es unterstützt meinen Kanal, motiviert mich und kommt somit uns allen zugute. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Testserie. Und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was das Wichtigste in der heutigen Zeit ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.